Hallo zusammen, willkommen zu einer etwas anderen Folge von Rogue Legacy, besser anderen drei Folgen, denn die Tonspur ist weg. Also die Tonspur, wo ich eigentlich rede, deswegen ist das Ganze hier nach Kommentar, mal wieder. Wir hatten ja vor kurzem sowas schon gehabt auch bei Rogue Legacy, aber da war es nur ein kleiner Fetzen, wo so eine Spitze war von einem Huster. Ja, das muss ich rausschneiden. Hier ist jetzt die ganze Tonspur weg, das heißt, ich werde einfach versuchen nachzuvollziehen, was ich da gemacht habe. Aber ja, zuallererst hatten wir recht viel Gold gemacht im letzten Leben. Deswegen wollten wir jetzt ausgeben und vorher gucke ich ja jedes Mal, was wir so an neuer Rüstung haben. Da ist der Drachenhelm. Genau, der ist in allen besser gewesen, deswegen haben wir den genommen. Sonst nicht so wirklich viel geändert. Komm, geh zurück ins Schloss. Du willst Geld ausgeben, ich weiß doch. Hey, nee, das ist alles Murks. Geh, Schloss, komm schon. Ja, richtig. Stimmen, Ton müssen wir noch checken. Und ich glaube, da verändere ich sogar irgendwas. Weil wir haben irgendwas Neues bekommen. Komm, scroll mal runter. Komm, scroll mal runter. Das muss ja irre frustrierend sein für euch als Zuschauer. Fällt mir gerade so auf, wenn man mir so zuguckt, was ich so mache und keinen Einfluss darauf hat, weil das ja Regierung aus der Vergangenheit ist. Nervig. Ah, genau. Ich habe Gold verändert beim Umhang. Und so. Sehr schön. Jetzt geht das geben. Okay. Nochmal Gold im Schwert. Aber gut. Wir haben jetzt zweimal Gold. Einmal Dash, einmal Doppelsprung, einmal Lebensentzug. Also okay. Hör auf zu springen, geh ausgeben. Und wahrscheinlich alles auf Angriffskraft, hm? Genau. Angriffskraft. Angriffskraft. Kraft. Siehst du mal. Komm schon. Ja, 1, 2, 3. Wussten wir es auch. Und jetzt Mana. Mana? Mana. Weil Crit-Schaden nicht so wirklich viel bringt in meinen Augen. Wir müssen erstmal die Crit-Chance höher bekommen. Oh ja, wir haben jetzt Mana genommen. Und zwar nicht, weil der Charakter gerade Mana braucht. Sondern wir allgemein ab und an einfach mal Punkte in Mana und Intelligenz packen wollten, damit die anderen Klassen auch eine Chance haben, gespielt zu werden. Weil momentan der Paladin und Barbar sind so die einzigen wirklich guten Klassen. Zwischendurch wow, sind ganz schön viele Augen, ne? Und Stacheln. Und mehr Augen. Ah ja, Paladin und Barbar sind die einzige gute Wahl momentan. Also Hokal geht auch, weil er halt garantiert jeden One-Hittet. Nicht wie hier jetzt noch diese Stacheldinger, die dann noch so einen Viertelschlag hinterher brauchen. Aber der Hokal hat halt sehr wenig Lebenspunkte. Und ja, man kann mit der Spezialfähigkeit viel rausreißen. Genau wie man von der Spezialfähigkeit von Barbaren und Paladin nicht viel rausreißen kann. Aber ich vergesse das meistens. Also sollte man schon eher Klassen dann wählen, wo man nicht auf die Spezialfähigkeit so sehr angewiesen ist. Jedenfalls, wenn man Gerogon heißt. Aber ja. Das ist wieder so ein Stachelbaum unten, ne? Ja, die sind fies. Oh ja, so weit kommen wir mit diesem Leben ganz gut voran. 5500 Gold. Das ist okay. Da ist noch eine Truhe, sehr schön. Zing. Der macht das ja richtig gut mit dem Ausweichen. Wow. Das war jetzt nicht so schön. Also er weicht 4-5 Mal diesen schrägen Schüssen aus mit seitlich Dash und springen, was weiß ich, bleibt er in den Stachel stehen. Das ist nicht so schön. Oh. Also ja, diesen Trade mit Gigantismus finde ich super. Dass er mit dem Schwert dann anderthalb Mal so lange Reichweite hat. Das ist echt irre, irre praktisch. Was gibt es noch so an Trades, die man wirklich auf jeden Fall immer haben möchte, wenn es denn ginge? Kein Fußpuls. Also riesig und kein Fußpuls. Wäre das die beste Kombo? Was gibt es noch so an positiven Trades? Schneller laufen, aber das ist, wie gesagt, alles, was in irgendeiner Form die Bewegungsart ändert. Also von Doppelsprung auf Fliegen oder schneller laufen oder was auch immer. Das bedeutet immer gleich, dass ich Fehler machen werde und irgendwas reinspringen oder laufen oder was auch immer. Also ja, nee. Schnell laufen ist für mich nicht wirklich ein Vorteil. Zwergentum
kann praktisch sein, weil man manchmal nicht getroffen wird. Und man kommt durch ein ganz paar Dinger durch, wo man normalerweise nicht durchkommt. Aber dafür ist es auch teilweise unübersichtlich, gerade weil man so klein ist. Und man kann nicht ganz so gut abschätzen, wo man landet und so weiter. Also nee. Autismus ist praktisch für diese Sonderräume, weil man jedes Mal zufällig einen neuen Spell bekommt. Sonst nicht wirklich. HP und Mana vertauschen ist absolute Grütze. Außer man spielt jetzt irgendeine Sonderklasse und ist genau darauf ausgelegt, aber nee. Nö, sonst fällt mir gar nichts ein. Aber gucken wir mal, was Geron aus der Vergangenheit gerade macht. Er springt über das Skelett rüber. Warum auch immer er den anderen nicht umgebracht hat. Aber ja. Das hätte ich besser machen können. Oh, Buschelbuschel. Ganz viele Buschelbuschel. Stimmt, das war nicht so toll. Da habe ich mir jetzt einfach nur die Truhe geschnappt und raus. Weil mit 5 Puschelwuscheln verpuschelwuschelt zu werden, fand ich nicht so lustig. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt nicht mehr ganz so viele Lebenspunkte. Ja, du bist mir noch in der Hölle. Kannst jetzt weiterlaufen. Weiterlaufen? Genau. Also eigentlich habe ich mich zu dem Zeitpunkt gefragt, wie man denn zu dem einen Bereich kommt, der da links von uns ist. Also oben links von uns, mit den 2 Kisten. Weil es kann nicht der Bossraum aus dem ersten Bereich sein. Der ist hier jetzt gerade mittig in der Karte angezeigt. Es muss also in der Hölle sein. Aber es gibt keinen Weg nach links von da. Also müsste man jetzt ganz nach rechts laufen und dann irgendwie nach unten, dann einmal um den ganzen Bereich rumlaufen, wo wir schon entdeckt haben. Und so weiter. Also, ja, nee. Nicht in der Feuerflamme stehen bleiben. Nicht. Sag ich ja. Aber gut, Pickledy, der 4. wurde von einem Pferd umgebracht. Nicht besonders viele Gegner getötet, aber einigermaßen Gold gebracht. Das ist ja das Wichtigste. So, was haben wir da? Hokage, Hokage. Und noch irgendwas. Und wir drücken Select und kriegen wieder einen Hokage. Und eine Spelunkette. Was die einzige sinnvolle Alternative hier gerade ist. Na, 2000 Gold. 1, 2 Mangroskraft. Und Int plus. Ah ja, stimmt, wir wollten jedes Mal Int plus oder Mana oder irgendwas anderes auch mal steigern. Wegen einer Klassen halt. Und jetzt gehen 1500 Gold in seine Rachen. Das ist so gemein. Aber gut, hilft nichts. So, immer wieder in den Anfangsraum. Wobei mir gerade auffällt, 2 Bosse stehen ja noch. Ha, also sobald ich wieder Kontrolle über meine Spielfiguren habe, was nicht in dieser Folge und nicht in den nächsten beiden Folgen sein wird. Das ist ja mal ein garstiger Raum. Also im Nachhinein betrachtet ist er ja noch viel übler als in der Situation. Und tot. Ja, das war ein kurzes Leben. Und hat auch richtig wenig Gold gebracht. Ich glaube, wir konnten uns kein einziges Upgrade kaufen. Also wir werden uns kein einziges Upgrade kaufen können. Und zwar in ein paar Sekunden. Aber zurück zu meinem ersten Gesprächsfaden. Wir haben ja erst 2 Bosse umgebracht. Also sollten wir demnächst, wenn ich wieder spielen kann, einfach die Bosse angehen. Das heißt, wir schnappen uns doch mal wieder ein Hokage, wenn er denn angeboten wird. Und bringen einfach die Bosse nacheinander um. Weil dann haben wir einen schönen Geldboost. Die bringen ja auch mal so 12.000, 13.000 rum. Und damit können wir uns das ganze neue Spielzeug holen, das jetzt in den nächsten Folgen freigeschaltet wird. Weil das war eine ganze Menge. Aber das werdet ihr jetzt ja nach und nach sehen. Das passt schon. So, was rätselst du da gerade rum? Also, du willst jetzt die Blutsachen wegschmeißen und dafür doch lieber mehr Gold? Aber das geht nicht. Du hast schon viel Gold. Du hast jetzt was vertauscht? Doppelsprung getauscht. Okay. Also jetzt Doppelsprung, 2-mal Lebensentzug. Nee, Doppelsprung, 3-mal Lebensentzug und Dash. Okay. Machen wir. Wenigstens nicht so viel Gold diesmal in den Rachen geschmissen. Also okay. So, nochmal in den Startraum. Ich würde gerne wissen, wie oft wir da jetzt durchgelaufen sind. Also allein im ersten Anlauf in diesem New Game, im allerersten New Game, hatten wir 55 Helden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dazu dann nochmal 30 oder so im New Game Plus und ein Dutzend im New Game Plus Plus, bis ich irgendwie das Handtuch geworfen habe.
Und jetzt bestimmt auch schon eine ganze Menge. Das sind 150 Generationen oder so. Was mal eben. Warte mal, 150 mal 20? Und 300 sind 3000 Jahre, die wir diese Burg schon belagern. Das ist ordentlich. Das heißt, unsere Burg selber ist auch schon 3000 Jahre alt. Also die Burg links, nicht die Burg, in der wir gerade drin sind. Ganz schön solides Bauwerk. Ach komm, bring das komische Feuerding da um. So. 1700 Gold. Also nicht so viel. Aber der hat ja noch Zeit, der Charakter. Na, nicht ins Feuer laufen. Mhm. Oben und zweimal rechts geht's weiter. Und die Augen, ja. Kannst du die Augen inzwischen one-hitten? Ich glaube, das konnte er nicht. Nee. Aber einigermaßen... Einigermaßen ausweichen auch nicht. Sogar ziemlich schlecht ausweichen. So, hier ist das Auge tot. Eismann tot. Kumbas wird dich gleich verarschen. Na, nee, doch nicht. Ach ja, es ist gerade mal eine Dreiviertelstunde her. Oh, fieser Raum, fieser Raum, fieser Raum. Oh, und du bist ein Bild. Also so ein wandelndes Bild. Und da ist mir jetzt so nachher auch gerade aufgefallen, wie selten ich echt die Spezialfähigkeiten nutze. Also das ist gerade ein was? Ist das ein Barbar? Warte mal, ich kann in der Auflösung gerade gar nicht gucken, wie... Bildschirmgröße, so. Lebenspunkte. Ja, das ist garantiert ein Barbar. Das heißt, sie könnte schreien und die ganzen Projektile wegpusten. Aber nö, wozu auch, ne? Oh. Oh. Ah, da fällt's dir ein, ne? Ja, wusste ich doch. Woran man übrigens noch erkennt, dass es ein Barbar ist, sind die Hörnchen. Zum dezentes Detail. Oh ja, ist egal. Jetzt habe ich auch die Auflösung höher gedreht und ich kann auch sehen, was ich kommentiere. Was ja doch recht praktisch sein soll. So, bring ihn um und weg da. Richtig. Keinen Schaden nehmen. Ja, da muss er jetzt einmal rüber dashen. Oder sie. Rüber dashen, springen. Oder andersrum. Richtig. Und es gibt eine Haste-Rune. Was ja eigentlich ganz nett ist. Vor allem auch für den Endboss. Da braucht man so viel Flitzepower wie möglich. Aber sonst im normalen Dungeon kann ich mich echt nicht dran gewöhnen. Ja, volle Lebenspunkte, 5000 Gold im Sack. Das kannst du stehen lassen, genau. Na, guck mal, wie du dich da anstellst. Oh, doch. Okay, ist auch ziemlich einfach, aber hey, man sollte über jedes kleine bisschen glücklich sein. Oder einfach reinlaufen und durchdashen. Toll gemacht, die Römer aus der Vergangenheit. Oh. Oh, oh, lässt dich mal wieder vom Blumen was verarschen. Sag ich ja, schon wieder getroffen. Allein der Blumen was hat mich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, viermal getroffen. Das ist nicht schön. Genau, einfach fliehen. Hat aber auch ganz schön garstige Räume momentan. Okay, der jetzt nicht, aber er schafft es trotzdem, Schaden zu bekommen. 7000 Gold. Das ist gerade mal einmal Angriffskraft und Rest. Okay, ein Rest von 3000 oder so, aber trotzdem. Immer noch keine zweimal Angriffskraft. Warum gehst du zurück? Das ist komisch. Und jetzt ignorierst du den Doomers, ne? Jo. Achso, der eine Raum war mit dem anderen verbunden, deswegen ist er zurück. Ah, okay. Hätte er einfach nach links gehen können und den ganzen Stachelunfug da überspringen, aber na gut. So, nimm die Lebenspunkte links auch noch mit. Die brauchst du jetzt, genau. Der geht wahrscheinlich rechts weiter. Aha, und da ist ein leerer Raum. Sehr schön. Und warum auch immer jetzt den zweiten Doom was geweckt hat. Da warst du schon. Geh weg da. Und lass dich zum sechsten Mal von Doom was treffen. Und ins Feuer springen. Und ins Eis und überhaupt. Ja, ich hatte da echt keinen guten Tag. Komm. Ja, ja, okay. Zugegeben, ist auch eine garstige Ecke mit
zwei Frostschädel waren das. Feuerspucker und Dummwasser.